Und was hat es hier mit auf sich? Ist hier irgendwas? Stockfinster. Wieso auch immer wir die anmachen mussten, weil wir haben ja das Ding auch so gefunden. Er funktioniert jetzt nicht mehr. Okay. Sollen wir ihren Namen eingeben? Nee. Belgrad. Belgrad eingeben? Nee. Geht die Tür auf? Immer noch nicht, natürlich nicht. Anrufen können wir auch niemanden. Da drin haben wir alles gemacht. Die Lampen sind wieder aus. Ja, die sind wieder aus. Hier ist alles aus. So dunkel hier. Wieder Licht machen. Deswegen die Lampen. Okay. Ich finde es auch total gut, dass hier die Lampe so umgeworfen ist. Man fragt sich, was ist hier passiert? Und was machen wir hiermit? Also ich denke mal, es wird das bringt nichts. Was haben wir denn noch so? Was ist denn mit dem Ausweis eigentlich? Wir haben den Ausweis, aber wir können nichts damit machen. We und Science. Ist aber auch kein R drin. Wieso ist das denn wichtig? Yay. ja, toll. Was machen wir jetzt? Was können wir eingeben? Work hard wird auch nichts bringen. Die Brille, können wir die mit irgendwas benutzen? Können wir irgendwie... Gibt's irgendwas, was wir damit lesen könnten? Oder wir fackeln mit dem Feuerzeug einfach die ganze Bude ab? Und gehen einfach. Und was hat es mit diesen eingekreisten Buchstaben? Ich habe das eher nicht gesehen. Echt? Verdammt. Da war ja ein R, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Okay. Banktor, Eva. Effaktor, Ben? Müssen wir auch noch die Buchstaben selber sortieren. Ach so, ja, und in welcher Sprache? Kann ja Englisch sein. Wenn sie es übersetzt haben, Deutsch. Ich denke mal, es ist eher Englisch. Oder wir reihen die einfach aneinander.
Scheinbar ja. Oh. Da hätten wir dann die dunkle Ecke. Benefactor. State Power. Hierarchy Machinery. Okay. Steht überall dasselbe, ja. Das ist sowas von The Room. Oh. Ja, yeah. Exodus Arrival. Huch, bling. Bewegen, tauschen, verlangsamen, alles gleichzeitig. Oh nein. Und dann kriegen wir bestimmt die Koordinaten für den Globus. Woher wissen wir jetzt genau, was wir da machen sollen? Das ist wie vorhin. Und A, warte mal, A, D und schon wieder X und Z. Okay, den können wir auch bewegen. Aber auf was? Vielleicht unsere Uhrzeit? Macht das Sinn? 23? Heißt das, dass es falsch ist? Wieso leuchtet jetzt wieder beides? Vorhin hat nur eins geleuchtet. Moment, wir gehen einfach mal hier rüber. Vielleicht macht das einen Unterschied. Ach ja, Moment, wir haben ja noch hier... Ups. Das wollte ich nicht. Wir haben ja auch hier Osten und Westen und sowas. Nicht. Ist doch richtig. Vielleicht. Je nachdem, wie genau... wie genau das sein muss. Gibt uns wahrscheinlich diese Koordinaten dann. Vielleicht in den Dokumenten, aber Exodus... Exodus leuchtet ja auch, ne? Exodus Ankunft. Was haben wir denn noch, was mit uns zu tun hat? Die Reiseinformation. Da steht nichts drauf in der Art. Wir haben eine Bibel, wir haben die Bordkarte vielleicht da. Ist ja hier To Boston. Aber das ist ja Arrival. 15:30, aber die haben ja als Ankunftszeit, oder die schreiben ja die Zeit auf, an der er aufgewacht ist. Nee, das hatten wir schon. Nee.
gar nichts. Was haben wir jetzt? 15:30 hatten wir. Das können wir nochmal machen. Ja. Wobei es ein englisches Spiel ist, dann ist es nicht 15:30, sondern 3:30. Nee. Ah, es hat vorhin bestimmt auch geleuchtet und ich habe es nicht gesehen, weil es so hell ist da unten. Können wir es nochmal so ausprobieren? Nein. Na, so, nochmal hier die 4. Bisschen genauer. Oh, es zieht sich gerade so, ne? Das Spiel. Macht alleine zu knobeln bestimmt ein bisschen mehr Spaß. Aber ich will jetzt auch wissen, was dahinter steckt. Was es mit dem Mann hier auf sich hat. Beziehungsweise mit der Frau, die verschwunden ist. Und dieser ganzen Institution hier. Auch wenn ich gerade überhaupt nicht weiß, was wir machen sollen. Wieder mal. Dumm herumgehen können wir auch nicht. Hiermit können wir auch nichts machen. Das haben wir gemacht. In seiner Rede hat er auch nichts dazu gesagt. Ich glaube, wir sehen uns einfach nochmal hier um. Wir haben noch gar nicht hier geguckt. Ja, das ist auch nix. Toll. Und hier ist auch nicht. So, ich bin jetzt noch ein bisschen hier rumgelaufen und wollte euch nicht mitschleppen. Und in dem Raum haben wir ein bisschen was, haben wir was übersehen. Und zwar das hier. Man sieht meinen Mund gar nicht. Toll. Ach, hey. Es ist spät. Aber wir kommen etwas voran. Passwort. Toll. Die Zeit vielleicht, aber 4:23 Uhr? Ah, okay. Das hat schon mal funktioniert. Und wir haben ein Achievement bekommen schon wieder. Wieso Ausrufezeichen? Oh je. RJ. RJB. Da hat sich aber nichts verändert, ne? Ist einfach nur Kamerabeobachtung von unserem Raum. WNDC. Oh Gott, das geht mir um Keks hier. Ja, hier ist das Schlafzimmer. Completed. Okay. Da ist das Bad. Wie nett von denen. Also, wir haben RJB und HAL. Was wieder mal überhaupt nichts aussagen muss.
Da oben ist bewegen und bestätigen. Hä? Das ist aber falsch, dass das da angezeigt wird. Ach, ich sehe auch... Irgendwie könnt ihr das auch gar nicht sehen, merke ich gerade. Da liegt... Was ist das denn? Ach so. Von der Seite. Da liegt die Facecam drüber. Aber irgendwie wird es auch gar nicht angezeigt. Ich habe hier oben an der Seite immer noch das Interface angezeigt, was da nicht hingehört. Da steht auch was drüber. Hier steht überall was dran. Ich weiß nur leider überhaupt nicht, was wichtig ist. Und hier ist halt das rote Ausrufezeichen. Und da sind wir ja jetzt gerade. Da hängen wir ja. Boah, ich habe einfach keine Ahnung. Ob diese Dinge überhaupt irgendwas bedeuten. War die Tür vorhin schon auf? Die war doch komplett zu, oder? Ha. Vielleicht können wir ja doch hier raus. Ach nee. Oder hat sich jetzt hier draußen irgendwas getan? Ging die vorhin schon so schnell? Immer noch alles gleich. Vielleicht mal zumachen? Hätte ja sein können. Boah, ich weiß es gerade nicht. Ich habe gerade so einen Hänger und habe im Moment nicht so den Anhaltspunkt, wie wir weiterkommen sollen. Ich denke, ich werde jetzt einfach mal eine kleine Aufnahmepause machen und dann, wenn ich etwas frischer bin und etwas wacher, wieder weitermachen. Hoffentlich erfolgreicher. Aber vielleicht, ja, vielleicht fällt mir noch was ein. Ich schaue noch mal. Und bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, dass ihr so lange durchgehalten habt, wenn ihr bis hier hingekommen seid. Ja, bis zum nächsten Mal.